die Qualität wird da nicht sinken, weil ich irgendwie nicht genug Geld für den Lüfter ausgegeben habe. So funktioniert das nicht. Und da ja die meisten Menschen sowieso wissen, dass es irgendwie eine Obergrenze für den Ertrag gibt, ist ein 60er-Zelt kein Problem. Also das, die Politik sich da jetzt ausgedacht hat, überhaupt kein Problem. Man muss sich klar machen, der Unterschied zwischen einem guten Ergebnis und einem perfekten Ergebnis ist häufig gar nicht so groß. Das sind vielleicht 10% mehr Ertrag, aber der Unterschied im Aufwand ist gigantisch. Also die letzten 10% rauszukitzeln, dafür muss ich einen unglaublichen Aufwand machen. Und das steht einfach gerade für Anfänger, die sich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen, in keinem Verhältnis. Da würde ich auch nicht zu raten. Man muss das alles nicht tun. Es reicht völlig, sich einen Sack Leitmix zu kaufen. Und der Leitmix, da kommen auch Jungpflanzen, auch Sämlinge gut mit klar. Und dann kauft man sich halt die 3 14-Liter-Pötte und dann kauft man sich noch 3 so kleine Mini-Pötte. Da tut man auch Leitmix rein, da drückt man die Samen rein. Und wenn man es dann schafft, dieses Substrat in den kleinen Töpfen richtig feucht zu halten, dann werden die Pflanzen auch darin wunderbar angehen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wheatland. In der heutigen Folge wollen wir euch einen Leitfaden geben für 3 Pflanzen. Was brauche ich überhaupt für 3 Pflanzen? Dieses Video richtet sich gerade die Leute, die keine Erfahrung haben und jetzt erstmal da in dieses Hobby reingehen wollen. Also bleibt dran und viel Spaß. Dieses Video wird gesponsert von Garden Eden Grow Shop aus Ulm mit fairen Preisen, tollen Angeboten und schnellen Lieferzeiten. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, also schaut's mal rein. So, ich habe mir natürlich hier 2 Leute geholt, die sehr viel Erfahrung haben in Sachen Grow. Die werden euch genau erklären, was wir alles benötigen. Also es geht heute ganz klar um ein Anfänger Basic Equipment. Hallo Jöran und hallo David. Hallo. Hi. Danke, vielen, vielen Dank, dass ihr euch zur Verfügung stellt, um der Community ein bisschen zu helfen, was es angeht. Jöran, vielleicht du kannst ja anfangen. Kannst du mal so ein bisschen erklären, was sind so die wichtigsten Dinge, die man braucht, um erfolgreich mit 3 Pflanzen anzubauen? Also genau das Basis-Equipment? Kann ich gerne machen. Erstmal vorweg. Gärtnern ist keine exakte Wissenschaft, deswegen gibt es auch keine exakten Antworten. Es kann natürlich jeder losgehen und sich individuell beraten lassen und dann genau das richtige Equipment für das bekommen, was ich erreichen möchte. Aber die meisten Leute, die sich jetzt anfangen mit dem Thema zu beschäftigen, wissen gar nicht, was überhaupt alles möglich ist. Und es geht erstmal darum, 3 Pflanzen erfolgreich großzuziehen, eine ordentliche Ernte zu haben mit einer ordentlichen Qualität. Und dazu braucht man tatsächlich nicht viel. Und ich würde sagen, man sollte sich eine 60er Growbox kaufen, 60 x 60 cm Grundfläche, 1,60 x 1,80er Höhe. Da kommen 3 Töpfe rein, 11, 14, vielleicht 18 Liter. Da kommt eine Erde rein, möglichst eine hochwertige Erde von einem ordentlichen Hersteller. Dann kauft man sich eine Flasche von diesem Dünger hier. Dann kauft man sich einen kleinen Clip-Ventilator, der da reingehangen wird. Reicht da einer? Da reicht völlig ein Clip-Ventilator, einfach damit ein bisschen Wind gemacht wird und die Pflanzen sich ein bisschen bewegen. Dann kauft man sich einen Ablüfter, der muss 100, 150, maximal 200 Kubikmeter pro Stunde leisten. Dazu einen passenden Filter, wenn man denn den Geruch bekämpfen möchte. Und dann braucht man natürlich eine Beleuchtung. Und bei der Beleuchtung in einem 60er-Zelt würde ich sagen, entweder man nimmt die GC Pure, die reicht für die Fläche, die ist günstig in der Anschaffung, da ist nichts fancy dran, der ist ja im Grunde für genau diese Situation entwickelt, 3 Pflanzen auf kleiner Fläche im Hobby zu ziehen und da kriegt man auch ein ordentliches Ergebnis mit. Wenn man mehr haben möchte, noch schöneres Ergebnis, noch vor allem festere, kompaktere Knollen, und mehr Einstellungsmöglichkeiten, dann kann man in die 60er-Box auch gerne die GCX4 reinhängen. Kostet dann entsprechend mehr, aber leistet auch entsprechend mehr. Und dann hat man da ein wunderbares Equipment für den Start.
Ich würde mir noch ein Thermohygrometer holen, weil ich der Meinung bin, so Temperatur, Luftfeuchtigkeit, das sind die beiden Werte, die jeder Gärtner kennen sollte und auch regulieren sollte, soweit möglich. Aber wenn man dann mit diesem Dünger arbeitet, dann braucht man kein pH-Messgerät, man braucht kein EC-Messgerät und man braucht auch keine automatischen Bewässerungsanlagen und man braucht auch nicht zwangsläufig ein Drucksprühgerät und all diese Sachen. Da gibt es ganz viel, was das Ergebnis noch verbessern kann, aber mit dem, was ich gerade aufgezählt habe, ist man wunderbar ausgestattet. Und wenn man sich das von halbwegs vernünftigen Herstellern kauft, also jetzt nicht alles bei Wish zum billigsten zusammenkloppen, sondern halbwegs vernünftig, dann ist man in der Variante mit der GC Pure bei 400 Euro für das Komplettset dabei. Und das ist wirklich völlig in Ordnung. Dann brauchen wir ja noch eine Zeitschaltuhr, oder? David, kannst du mal sagen, warum genau der Dünger jetzt eigentlich sehr anfängerfreundlich ist für Einsteiger? Genau, dieser ist sehr gut geeignet, weil es halt eben nur das eine Konzentrat ist, weil der pH-Wert nicht gewässert werden muss. Man muss nur noch das Gießwasser anmachen und die Pflanze damit bearbeiten. Okay, also man hat eine Flasche von Anfang bis Ende und fertig, ja? Genau. Bräuchte man vielleicht noch etwas für die Anzucht, den Samen zum Anziehen, ja? Kannst du da auch noch was dazu sagen, was man vielleicht gebrauchen könnte? Da kann man noch ganz viel gebrauchen. Also ich zum Beispiel bin ein großer Fan von Kokosubstrat zur Anzucht. Da kann man sich dann Koko-Quelltabletten kaufen oder ein bisschen Koko-Erde, dass man dann in kleine Töpfe tut. Ich bin auch der Meinung, dass es Sinn macht, die ganz kleinen Pflanzen erstmal in kleine Töpfe zu setzen. Aber man muss das alles nicht tun. Es reicht völlig, sich einen Sack Leitmix zu kaufen. Und der Leitmix, da kommen auch Jungpflanzen, auch Sämlinge gut mit klar. Und dann kauft man sich halt die 3 14-Liter-Pötte und dann kauft man sich noch 3 so kleine Mini-Pötte. Da tut man auch Leitmix rein, da drückt man die Samen rein. Und wenn man es dann schafft, dieses Substrat in den kleinen Töpfen richtig feucht zu halten, dann werden die Pflanzen auch darin wunderbar angehen. Und dann kann man die von diesen kleinen Töpfen direkt in die großen Töpfe tun. Das funktioniert. Wenn man es ein bisschen besser machen will, dann macht man auch noch einen Zwischenschritt. Dann setzt man sie erstmal noch in einen 3-Liter-Topf. Schadet definitiv nicht, aber es funktioniert auch ohne. Und ich glaube, das ist das, was ganz viele Leute jetzt im Moment begreifen müssen. Es wird so viel erzählt, es wird so viel Wirbel gemacht, was man alles tun muss, damit man Top-Ergebnisse kriegt. Aber man muss sich klar machen, der Unterschied zwischen einem guten Ergebnis und einem perfekten Ergebnis ist häufig gar nicht so groß. Das sind vielleicht 10% mehr Ertrag, aber der Unterschied im Aufwand ist gigantisch. Also die letzten 10% rauszukitzeln. Dafür muss ich einen unglaublichen Aufwand machen. Und das steht einfach gerade für Anfänger, die sich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen, in keinem Verhältnis. Und da würde ich auch nicht zu raten. Okay, natürlich, wenn ich jetzt, was haben wir jetzt hier für ein Zelt als Beispiel? Das ist ein 80er. Also das ist nochmal eine Nummer größer. Da kann man dann auch sehr gut die GCX4 reinhängen, so wie sie jetzt da hängt. Kann man auch genauso gut machen. Also wenn jemand sagt, ich habe ein bisschen mehr Fläche und ich möchte, dass meine 3 Pflanzen ein bisschen größer werden, dann auch gerne ein 80er-Zelt nehmen. Im Moment auch gerne ein Meter-Zelt nehmen und da die GCX9 reinhängen. Das ist alles nicht verboten. Also bloß nicht falsch verstehen. Das ist nicht die eine Lösung, die ich jetzt hier präsentiert habe, aber das reicht. Ich würde nicht weniger nehmen. Man kann auch mit einem 40er-Zelt arbeiten, mit einer GC Pure. Das ist auch eine schöne Kombination. Das würde ich aber dann machen, wenn ich eine Pflanze züchten will. Wir können ja vielleicht uns bei einer anderen Gelegenheit nochmal über so Techniken wie Scroggen unterhalten, wo es dann darum geht, aus einer Pflanze das Beste rauszuholen. Das ist auch eine Variante, die man machen kann. Das geht dann auch noch in noch kleineren Zelten. Aber wenn es halt wirklich die 3 Pflanzen sein sollen, dann sagen 60er ist eine gute Fläche. Alles, was größer ist, geht natürlich. Man kann auch 3 richtig große Pflanzen in einem 1,20er-Zelt halten. Okay, jetzt dann habe ich ja dieses Zelt, dann hast du ja gesagt, so ungefähr 150 Kubiklüfter kann man sich drauf einstellen. Reicht es dann, dass ich mir so einen Lüfter hole, den ich mit 2 Stufen, also einmal schnell und einmal so etwas langsamer, das sollte eigentlich reichen, oder? Das reicht in den allermeisten Fällen. Ich habe gesagt, ich würde mir die zusätzlichen 10 Euro ausgeben für einen Thermohygrometer. Dann kann ich kontrollieren, ob die Temperatur im richtigen Bereich ist. Wenn sie es nicht ist, kann ich dann auf Stufe 2 machen. Dann zieht er ein bisschen mehr und dann habe ich eine bessere Temperaturregulierung.
Man kann auch nochmal 50 oder 100 Euro mehr ausgeben und sich direkt einen temperaturgesteuerten Lüfter kaufen. Das sind alles Details, die im Grunde jeder für sich entscheiden muss. Wichtig ist, dass man versteht, wenn ich den kleinen Weg gehe, ich also nur einen ganz einfachen Lüfter habe, der vielleicht nicht mal umschaltbar ist, sondern einfach nur kontinuierlich 150 Kubik schaufelt, selbst den kann ich ja über eine Zeitschaltuhr schalten, dass der zum Beispiel alle 10 Minuten mal ausgeht für eine kurze Zeit. Und über die Regulierung der Zeitschaltuhr kann ich dann bestimmen, wie oft da wirklich was rausgezogen wird. Das reicht völlig, um die drei Pflanzen zur Blüte zu bringen. Die werden sich da drin wohlfühlen, die werden sich wohl genug fühlen, um einen ordentlichen Ertrag und auch vor allem mit einer ordentlichen Qualität abzuliefern. Die Qualität wird da nicht sinken, weil ich irgendwie nicht genug Geld für den Lüfter ausgegeben habe. So funktioniert das nicht. Und da ja die meisten Menschen sowieso wissen, dass es irgendwie eine Obergrenze für den Ertrag gibt, ist ein 60er-Zelt kein Problem. Also das, was die Politik sich da jetzt ausgedacht hat, überhaupt kein Problem. Selbst mit der GC Pure in dem kleinen Zelt erreiche ich diese Werte in einem Durchgang. Kannst du mal sagen, also wir haben ja diese, was Jöran gerade erzählt hat mit den zwei Stufen. Und dann hat ja Jöran noch erzählt, diese Luft- und Temperatur gesteuerte Lüfter. Kannst du mal erklären, was der genau macht? Genau, und zwar hat der zwei Sensoren am Lüfter selbst integriert, die im Zelt platziert werden. Und diese messen die Luftfeuchte und die Temperatur. Und je nachdem, in welchem Stadium ich mich gerade mit meiner Pflanze befinde, hat sie halt unterschiedliche Luftfeuchtigkeitsbedürfnisse. Temperatur sollte idealerweise über den Tag immer so zwischen 3 und 25 Grad liegen und in der Nacht nicht unter 18 Grad sinken. Das ist so meine Erfahrung, wo ich sage, da gefällt es Ihnen am besten. Und dementsprechend stelle ich das in meinem Lüfter ein, da habe ich zwei Rädchen und da kann ich dann, ich sage jetzt mal, meine 55% Luftfeuchtigkeit einstellen und meine 23,5 Grad oder 24 Grad und dann jedes Mal, wenn die Temperatur über die 24 Grad kommt, fängt er an, mehr Frischluft anzusaugen, um die Temperatur raus aus der Box zu kriegen. Genauso ist es aber auch bei der Luftfeuchtigkeit. Geht die Luftfeuchtigkeit über diese 55%, die wir eingestellt haben, somit saugt er nochmal mehr an. Also er geht automatisch mit der Drehzahl nach oben, saugt mehr Luft aus dem Zelt und korrigiert somit dann quasi die fehlende Luftfeuchtigkeit, beziehungsweise die, wo zu viel ist, wird halt abgesaugt. Okay, und dann Jöran, jetzt zum Beispiel habe ich mir jetzt einen Lüfter gekauft, 150 Kubik. Wie kann ich jetzt den passenden, es gibt ja verschiedene AKFs, also AKFs sind Aktivkohlefilter. Aktivkohlefilter tun ja den Geruch neutralisieren, was ja auch eigentlich sehr wichtig ist, um nicht den ganzen Gestank in der Wohnung oder auch niemanden zu stören. Kannst du mal erklären, wenn ich jetzt so einen 150 Kubik Lüfter habe, welche Daten muss ich haben, um den passenden AKF dafür zu finden? Wie entscheide ich mich da? Das ist super simpel. Wenn ich einen 150 Kubik Lüfter habe, dann muss mein Filter mindestens 150 Kubik haben oder mehr. Das ist die eine einfache Faustformel, die es da zu beachten gibt. Es gibt auch Formeln, mit denen man halt die richtige Lüftergröße findet, passend zu dem jeweiligen Raum. Aber das ist alles schon Schritt 2 und 3 und 4. Wenn ich jetzt anfange zu arbeiten und einen 150, 200, 250 Kubiklüfter habe, der wird in einem 60er-Zelt funktionieren, der wird in einem 80er-Zelt funktionieren, der wird wahrscheinlich sogar noch in einem Meterzelt funktionieren. Und das sind die Größen, wo wir jetzt bei Anfängern drüber reden. Und deswegen muss man sich da jetzt wirklich überhaupt keinen Kopf machen mit Formeln und mit Rechnen und was der alles können muss. Man muss sich klar machen, wenn wir in einem Raum arbeiten, der normale Zimmertemperatur hat, und das ist ja bei den meisten Leuten so, dass das Zelt jetzt in irgendeinen Raum gestellt wird und ich dann in das Zelt eine LED hänge und keine Dampfentladungslampe und ich dann einen Ablüfter habe, relativ egal welche Kubikzahl, dann wird die Temperatur ungefähr im richtigen Bereich liegen. Die wird vielleicht nicht perfekt sein, aber bei Raumtemperatur mit einer LED und einem Ablüfter wird es nicht brutal heiß und es wird auch nicht knacke kalt
Und deswegen wird die Pflanze ein ordentliches Ergebnis liefern. Das ist ein ziemliches Unkraut. Die kann ziemlich viel ab. Die hat einen relativ großen Toleranzbereich im Vergleich zu anderen Pflanzen. Und deswegen wird da nicht katastrophal was schiefgehen, nur weil die Temperatur mal 2-3 Grad daneben ist. Nee. Und auch an der Stelle kann man sagen, wenn man mit der Temperatur Probleme hat, mache ich die Blütephase idealerweise über Nacht, wo ich draußen eine kältere Luft habe, beziehungsweise generell auch in der Wohnung, und lasse dann über Tag, wo dann die Temperatur ansteigt, die Nachtphase sein, sodass im Zelt quasi die LEDs nicht zusätzlich Hitze erzeugen. Ja. Okay, dann wir haben ja jetzt den Filter und ich habe jetzt den Lüfter, den hänge ich mir oben rein, ja. Zwischen Filter und Lüfter kann ich den direkt an den Lüfter dran machen, ja. Ja, da gibt es inzwischen ziemlich gute Systeme, da ist jetzt auch tatsächlich in letzter Zeit viel auf den Markt gekommen, sehr kleine, kompakte Lüfter, die haben aber trotzdem ordentlich Power haben. Dann kann ich wirklich den Lüfter direkt an den kleinen Filter flanschen. Das passt dann auch, wenn sie zusammengesteckt sind, immer noch in ein 60er Zelt rein. Und dann muss ich nur noch einen kleinen Schlauch aus dem Zelt rausführen und dann war es das schon. Aber gibt es da bei den Filtern nicht unterschiedliche Größen und so? Muss ich also auch darauf achten, dass der Lüfter und der Filter die gleiche Größe hat vom Eingang, ja? Muss man darauf achten, wenn man sich das zusammenstellt. Wenn man sich in einem Shop vor Ort beraten lässt, dann sollte das in der Beratung mit drin sein, dass man das passend verkauft bekommt. Und wenn man online sich ein Komplettset bestellt, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass das alles zusammenpasst. Weil selbst wenn der Verkäufer einen Filter und einen Lüfter mit einem unterschiedlichen Anschluss verkauft, wird er einen entsprechenden Adapter dabei legen. Und dann wird das halt mit so einem kleinen Adapterstück geregelt. Und dann gehe ich ja mit dem Schlauch raus aus dem Zelt. Wo soll ich dann den Schlauch hin? Soll ich den einfach ins Zimmer oder soll ich den nach draußen versuchen? Idealerweise nach draußen, also an ein Fenster anschließen mit irgendwie so einem Durchgang oder auch an einen Kaminschacht, wenn irgendwie möglich, ist aber häufig nicht möglich. Und wenn er dann halt die Abluft in das Zimmer geleitet wird, ist suboptimal. Aber das ist genau das, was ich die ganze Zeit versuche zu erklären. Suboptimal ist nicht schlecht. Das ist weit, weit entfernt von schlecht. Okay, also dann optimal wäre irgendwo vielleicht ein Fenster und dann den Schlauch nach draußen. Genau. Und dann hast du eigentlich, das wäre so das Beste und Einfachste. Wenn das geht, dann bitte so machen. Okay, dann gibt es vielleicht noch bei den Growboxen, gibt es da Unterschiede oder sind die so gesehen alle gleich? Die sind nicht alle gleich, es gibt definitiv Unterschiede, aber es ist leider kein Produkt, wo man sagen kann, je teurer, desto besser. Da gibt es einige Produkte im Growshop-Sortiment, wo ich sage, jo, kauft das teure, dann habt ihr was Besseres. Aber bei den Boxen kann man halt auch für ein schlechteres Produkt mehr Geld ausgeben, einfach nur, weil da ein Name draufsteht. Da muss man hoffen, dass man einen vertrauenswürdigen Händler erwischt, der einen da gut berät und ein Produkt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis verkauft. Meiner Meinung nach ist es vor allem wichtig, auf die Qualität der Reißverschlüsse zu achten. Weil es ist super ärgerlich, wenn man sich irgendwie für 100, 150 Euro eine Box kauft und in der zweiten Woche reißt dann der Reißverschluss ab, weil dann ist wegen so einem kleinen, schlecht gesetzten Naht direkt für 150 Euro die ganze Box im Grunde wertlos. Und von daher einfach darauf achten, dass die Reißverschlüsse dick sind, gut verarbeitet sind, doppelt, dreifach genäht sind, ordentlich laufen. Und persönlicher Geheimtipp, Reißverschlüsse einmal mit Öl oder mit WD-40 einsprühen, sodass die ordentlich laufen und sich nicht verhaken. Das rettet einem locker 2 Jahre Growbox-Leben. Okay. Und David, gibt es noch ein paar Tools, auf die man auf jeden Fall nicht verzichten sollte, wie zum Beispiel jetzt eine Gießkanne braucht man auf jeden Fall, ja? Idealerweise. Gibt es noch ein paar Tools, wo du sagen willst, okay, das würde ich auf jeden Fall empfehlen? Also ich bin da auch ganz bei Jöran, jedoch habe ich noch so ein kleines für einen Train abzuleiten, also zum Beispiel den Train Master, wo ich dann den Topf draufstelle, drauf tue. Und beim Gießvorgang passiert es häufig, dass wenn die Erde etwas zu trocken ist, dass das Wasser seitlich runterläuft und dann direkt unten aus dem Topf rausläuft. Und wenn es dann idealerweise auf so eine Vorrichtung läuft, wo unten drunter eine Schale ist, man kann das Wasser direkt rausholen, hat man halt ein saubereres Arbeiten in der Box. Das ist sowas, wo ich sage, okay, das ist nice to have. Ja, aber da bin ich auch eigentlich bei ihm. Was gesagt wurde, reicht vollkommen aus, um wirklich ordentliche Ergebnisse zu erzielen, die ja, für einen Anfänger brachial doch sind. Okay, dann haben wir die Clip-Ventilatoren. Gell?
Da brauchen wir dann einen, hast du gesagt, ja. Wie soll man den positionieren genau? Man muss halt als Gärtner begreifen, der Ventilator hat die Funktion, die Pflanzen zu bewegen, den natürlichen Wind, den es draußen gibt, zu simulieren. Durch die ständige Bewegung werden die Pflanzen stabiler. Er darf aber auch nicht die Pflanzen so stark bewegen, dass er sie beschädigt. Mhm. Ja, und das muss der Gärtner hinkriegen, den Ventilator in der Einstellung, also falls er verschiedene Geschwindigkeitsstufen hat, und auch mit der Ausrichtung halt so positionieren und einstellen, dass genau dieser Effekt erreicht wird. Pflanzen bewegen, schön Luft durch die Pflanzen pusten, aber die Pflanzen nicht kaputt machen. Und wie das dann ganz konkret bei dir zu Hause oder bei euch zu Hause aussieht, das müsst ihr halt ermitteln. Ja, im Zweifel halt ein bisschen weniger Wind, weil wenn sie einmal gebrochen sind, dann ist das Malheur halt passiert und das kann man dann nicht machen. Okay. Könnte man sich dann auch vielleicht im zweiten Durchgang noch ein EC- und pH-Messgerät auch noch dazu holen oder sagst du, ist nicht unbedingt nötig? Das kommt halt darauf an, mit welchem Dünger ich weiterarbeite. Ja. Arbeite ich mit mineralischem Dünger? Bin ich gezwungen, ein pH- und EC-Messgerät zu benutzen oder zu kaufen? Arbeitet man mit unserem Produkt weiter, braucht man das nicht. Ne? Dann hält man sich einfach an die Angaben. Und auch zum Platzsprühen, was Jörg gesagt hat, unser Produkt kann man ebenso mit 80 Milliliter auf 10 Liter Platzsprühen gegen kranke Pflanzen oder halt auch kränklichere Pflanzen, die gerade, okay, so ein bisschen nach dem, ich sag mal, der Steckling, wenn der eingetopft wurde, lässt er so ein bisschen die Blätter hängen. Und dann, wenn das Licht ausgeht, einmal die Pflanze ordentlich besprühen und dann am nächsten Tag, die nimmt halt durch die Blattapplikation die Nährstoffe sofort auf. Und ja, sie ist halt gestresst und dadurch wird sie durch die normale Aufnahme weniger versorgt, weil halt der Stress die Hormone die Zellwände blockiert, also die Nährstoffe kommen nicht mehr und auch das Wasser kommt nicht mehr so direkt zu den Blättern. Und wenn man es appliziert, direkt aufs Blatt, wird es besser aufgenommen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen, so dass ihr euch mal so eine Vorstellung machen könnt, was ihr alles benötigt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nicht vergessen, never stop growing.